Sorten. Die Nordkurve ist nicht weit. Und wir sind schlitz- und sturmbereit. War, glaube ich, ein absolutes Spiel des Willens. Wir haben alles reingehauen. Ich glaube auch, dass der Gegner gar keine Torchance hatte groß. Und das war wichtig heute. Am Ende war es vielleicht nicht schön, aber erfolgreich. Das ist wichtig nach der Niederlage jetzt in Duisburg. Sie stehen nicht für umsonst auch da oben. Ja, nehmen wir mit, müssen wir mitnehmen. Ich glaube trotzdem, dass wir uns ein bisschen ärgern. Hey, alter Braunschweig, der beste Fußballclub der Welt. Hey, alter Braunschweig, für ewiglich blau-gelb. Hey, alter Braunschweig, der beste Fußballclub der Welt. Hey, alter Braunschweig, für ewiglich blau-gelb. Wir sind zu Hause in der Hamburger Straße. Wir sind bekannt als große Fans der Welt. Als Mutterset des Spiels und der Ekstase. Und unser Herz schlägt nur für Blau und Gelb. Und seit dem großen Sommer 67 ist es klar, wir können es und Träume werden wahr. Hey, alter Braunschweig, der beste Fußballclub der Welt. Hey, alter Braunschweig, für ewiglich Blau-Gelb. Hey, alter Braunschweig, der beste Fußballclub der Welt. Hey, alter Braunschweig, für ewiglich Blau-Gelb. Am 3. Juni 10 vor 6. Mit 37.000 waren wir da. Der Rest von Fußball Deutschland war perplex, als uns das größte Ehrenglück geschah. Es war der schönste Sommer unseres Lebens, glauben wir. Der große Fußballmeister waren wir. Hey, alter Braunschweig, der beste Fußballclub der Welt. Hey. So ein Sitz zu Hause mit 3 Jahren, der muss das nicht vom Fernsehen sehen, deswegen bin ich direkt rein. Es brummt noch ein bisschen, aber es ist, glaube ich, egal, wenn du das Spiel heute gesehen hast, das war sensationell. Ich höre schon die Massenmelodie. Wir gehen mit der Silberschüssel schlafen. Und das sind keine Kinderfantasien. Denn fest steht ein für alle Mal, wir haben uns das verdient, dass wir die Fans der Meistermannschaft sind. Hey, alter Braunschweig, der beste Fußballclub der Welt. Hey, alter Braunschweig, für ewiglich blau-gelb. Hey. 2, 6 und 9.